Und willkommen zurück. Zweites Spiel vom Finale. Ich muss jetzt sagen, ich bin immer noch auf Brutality-Seite. Und ich hoffe, die Midlane bringt jetzt einfach die Leistung aus den vorherigen Spielen und kann so Game beeinflussen. Alter. Die hat gerade einfach, die hat so den meisten Schaden rausgehauen von ihrem Team. Allerdings einfach nicht so gespielt wie die Games davor. Einfach rein, zwei Leute ist dann gestorben, aber einfach zwei Leute gegen einen getauscht. Gerade haben wir noch vergessen, den Quadra. Ja, Quadra zu erwähnen, war auf jeden Fall noch gut von Tristana. Die Replays würden wir gerne noch machen. Können es aber noch nicht so. Wir haben es ja beim ersten Game probiert, das war dann wenn chaotisch. Das müssen wir noch üben. So, jetzt Brutality war auf der Seite. Wir müssen jetzt hier mal auf die blaue Seite. Also Brutality zuerst einladen. Den Melo am besten. Okay. IV Melo. Hast du Tournament? Ja. Ja, natürlich. So, Melo, bitte Seite wechseln. Geh mal auf die, Join mal rechts hier. Ja, ja genau, machen Sie schon. Hast du Invite-Rechte? Nee, noch nicht. Jetzt hat. So. Und jetzt hat hier wieder. Den Ario, oder? Oder den Wizzo? Oder den Emma? Den Magifix heißt der nur noch. Magifix. Magifix. So, der Magifix ist auch drin. Er hat den Weitrechter, aber. Ah, jetzt kommt. Magifix muss rüber. Gib fahr noch in Weitrechte und dann geh runter. Also der Magifix muss jetzt rüber. Okay, geh runter. Warte noch. Jetzt hat passt es auch mit den Seiten tauschen. Ne? Kürbsi muss noch nach links. Ja, Kürbsi muss nur nach links. Schreib's mal, Sim. Brutality nach links, auf die blaue Seite. Aber das machen sie schon, da fehlt nur noch einer. Aber ist doch schon. Ario ist doch. CK. Ario, Ario muss rüber. Die müssen die Seiten wechseln. Ario muss rüber. Ja. So, das passiert. Jetzt ist richtig. So. Ja. Jetzt Steel passt Phoenix. Schon Sim. Steel Phoenix, bitte das Spiel starten. Wieder der. War das vorhin schon das Steel Phoenix? Okay. Steel Phoenix hat zum zweiten Mal das Spiel starten, bitte. So, wieder Pick- und Bannphase. Jetzt bin ich gespannt, was diesmal gebannt wird. Vielleicht die Tristana. War aber auch sehr gut performt, muss man auch mal sagen. Aber auch Elise, jetzt wieder Elise gebannt. War vorhin auch schon. Ja. Und wieder der Renekton-Bann. Yasuo-Bann diesmal. Komplett nachvollziehbar natürlich nach dem letzten Game einfach. Renekton wieder von Seiten von Serial Killers. Ich bin gespannt, was jetzt noch kommt. Der Blausband wieder. Typisch halt. Ich weiß nicht, vielleicht ist ja auch hier der gute Kirby richtiger Blaus-Main. Kann auch sein. Und die haben das die Lux wird wieder nicht gebannt. Diesmal aber diesmal für sehr Fissband dafür. Wahrscheinlich die Angst davor bei Brutality. Ja. Ist ja auch ein extrem starker Charakter. Ja. Ist denn hier die Mass? So, jetzt bin ich auf den First Pick gespannt, ob jetzt vielleicht wieder instant dieser Fresh Pick kommt. Den hatten wir jetzt drei oder vier Games einfach, dieser Instant Fresh Pick. Also wirklich einer der beliebtesten Supports, aber auch Alistair, letzten Game wirklich guten Job gemacht. Würde ich mir jetzt eigentlich wieder wünschen, dass der kommen würde. Aber was natürlich auch noch nicht gesehen worden ist, ist ein Brand Support oder, so, oder Look Support. Und hier wieder auf Seiten von Brutality wieder die Caitlyn. Ja. Die setzen wirklich alles auf die Caitlyn, scheint so. Es ist wirklich sein Main, denke ich langsam. Spielt nichts anderes. Aber die hat auch nicht schlecht performt. Haben wir gesehen, wo die Tristana rausgekommen hat? Die Vayne, komm jetzt die Vayne! Kommt. Dann ist over. Dann ist Schluss. Schluss, dann Rappels im Karton. Chi-Chi ist dann. Rappels im Karton. Kurz gucken, ob wir gescheit draußen sind. Und der Riven. Der Riven-Pick. Da bin ich jetzt. Ja, es ist wirklich der Riven-Pick schon mal. Und wenn das jetzt eine Vayne ist, bin ich, also dann bin ich echt. Oh, Fiddlesticks! Das ist der gepickt wird. Interessanter, Alter. Also das ist jetzt echt. Rutsch mal noch ein rüber. Also Fiddlesticks finde ich auf jeden Fall extrem den coolen Pick. Ich habe ja gesagt, vielleicht kommt er heute noch. Jetzt hat aber Finale der Gragas wieder. Es ist wieder der Gragas. Ist nachvollziehbar. Der hat gerade so gute Arbeit geleistet. Einfach Karma Pick. Einfach instant die Karma gepickt. Wie die performen will ich auch wissen. Ist das aber Mitte oder Support? Weiß ich auch nicht.
Support fände ich sehr effektiver, muss ich sagen. So. Auf jeden Fall. Kalista wäre ich einfach auch mal drauf gespannt, ob die noch kommen Ja. würde. Aber die Morgana, sie picken immer die Morgana, aber nehmen sie dann nicht, finde ich ein bisschen schade. Aber der letzte Pick, was wird da genommen? Sind sich nicht sicher. Bin ich mal gespannt, was jetzt die Lux nimmt. Ja. Jetzt wird hier wahrscheinlich noch kurz beraten, was genommen wird. Blitzcrank. Blitzcrank, ja, mit Caitlyn keine schlechte Kombi auf jeden Fall. Aber Oh, hier die wird wieder die Nami. Nami Da wird rausgeholt. ein bisschen jetzt auch wieder mehr Wert drauf gelegt sein, Ja. AD Carry zu buffen, anstatt einen Ja. Bruiser oder. Bei Caitlyn auf jeden Fall Ja. verständlich. Aber hier gehen die wieder nicht auf die Tanks, die Brutalities. Die Ja. gehen lieber so mehr Also, es Schaden. wird hier die Karma Mitte wahrscheinlich. Ja. Und da ist jetzt Die vielleicht die Vayne, Vayne. die Vayne, die muss kommen. Ich hoffe es auch. Der Thresh kommt wieder Thresh durch. wieder Standard-Pick bisher. Ich glaube, der war immer dabei. Ja. Ich glaube, der war kein Game ohne Thresh, oder? Weiß ich gerade auch nicht. Ich glaube, ein Game mal nicht. Ja, wenn überhaupt. Also, ich bin mir da nicht sicher. Aber für Vayne würde mich jetzt wirklich richtig freuen, wenn die jetzt nochmal reinkommen würde. Ja. Die wollen uns richtig. Ah, Ja, jetzt Tristana kommt finde ich aber auch Tristana, gut. ist jetzt noch, aber Kalista würde ich mich auch noch freuen, wenn die Ja, das rauskommen wären würde. so die drei. Komm, Und jetzt nimm die wenn Vayne, jetzt die irgendwie noch ein Vayne Twitch soll er kommen würde, nehmen. dann. 5 Sekunden hast du nur für die Vayne. Ja, dann nimm die Auf einmal wird sie Tristana. jetzt Ja. real. Nimm die So, Tristana Mitte ist hier wieder. auch noch offen. Ich bin gespannt. Diesmal aber eine Riven einfach top. Ich bin gespannt, mit was das gecountet wird. Poppy Poppy. ist richtig gut. Kann aber auch der Jungle sein. Stimmt auch. Und Und jetzt kommt jetzt so Blitz. der Blitzcrank Insta-Lock. Aber was ist Mitte? Karma, ne? Karma, aber was ist Blitzkrieg? Toplane oder Jungle? Toplane wahrscheinlich. Das ist jetzt richtig Ist komisch. richtig der komische Pick gerade, Blitzkrieg. Mit Poppy auch noch? Oder die wollen alle die Caitlyn hochmachen, dass diese die ganzen Aber da Gegner ist ja vernichten. Blitzkrieg ist nicht gerade der beste Pick für. Da wäre jetzt eine Lulu besser oder eine Jenna. Stimmt auch. Oder Blitz-Jungle gibt's auch. Ja, glaube ich auch nicht, dass das jetzt kommt. Es ist die Poppy. Also ich bin jetzt wirklich gespannt, Wie die Aufstellung wie die ist. Aufstellung ist. Ich bin jetzt nicht so vertraut mit Karma-Picks. Also habe ich noch nie wirklich einen gesehen, der da richtig gut Schon, funktioniert. da Aber kommt jetzt wieder die die Vayne, Vayne. Die wollen uns die echt trollen trollen. uns einfach durch. Da kommen, nimm sie auf die Top-Lane. Es wird sogar noch gehen. Die Riven dann Support kommen. Das geht noch. Na, die Riven ist dann Mitte. Das würde aber wirklich gehen. Komm, nimm die Vayne jetzt. Vielleicht kommt auch ein kompletter Überraschungspick. Vielleicht kommt jetzt einfach ein Olaf oder sowas. Timo. Ne, Timo. Bitte kein Timo. Oh! Cassiopeia war auch Cassiopeia ein wäre Deck, den aber richtig richtig cool. gut. Die Ulti Die ist kann auch einfach. jeden zum Ja. Schmelzen bringen, einfach. Und Oder die Lux. Lux, ja, sein Main natürlich. Wäre aber jetzt ein bisschen langweilig, wenn er die jetzt wieder pickt. Aber er pickt sie. Lieber safe gehen. Also jetzt kamen nicht so die überraschenden Picks. Ich bin aber trotzdem noch auf diesen Blitzcrank Jungle. Es ist der Blitzcrank Jungle. Hat natürlich unglaublich starke Ganks Ja. dadurch. Und Karma anscheinend Mitte, Poppy top. Gragas top? Nee, Nee, Gragas die Jungle. haben nur noch die ganze Zeit rumgeswitcht, weil nicht jeder jeden Charakter hatte scheinbar. Aber So, anscheinend jetzt ich hier hoffe, es ist Riven noch gegen nicht die das letzte Poppy. Game. Ich will im Endgame noch mal richtig coole Picks sehen. Also, Ja. ich finde schon den Tristana-Pick bisher immer richtig cool, aber Mitte hätte ich gerne mal den Kassadin auf jeden Fall. Mein Ja. Lieblings-Champion oder Viktor wäre auch richtig cool. Ein Ryze wäre auch noch ein cooler Ja, Pick für Ryze ist Mitte. auch, die kann man auch auf der Toplane Kennen spielen. Toplane wäre auch noch eine Idee. Und Kalista hätte ich echt. Kalista hätte ich Ja, ich zu auch, hätte gerne ich gesehen, richtig weil Bock. viele Leute einfach die überkranken Kalista-Plays einfach kriegen, wo Ja. sie ein 2v1 einfach machen, wo sie die ganze Zeit um die Gegner rumspringen, alle Skillshots geben daneben und alles. Nee. Karma Jungle. Was? Kippt sie mit? Blitzcrank? Ich bin jetzt so gespannt, wie die Also das geht ja, performen. weil AP Blitzcrank ist stark, aber Karma Jungle, ob das funktioniert? Weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Da bin ich jetzt aber richtig gespannt, vor allem Ich auf die auch. Kirpsi. Oder den Curbsy, Oder wir den wissen es nicht. Kirpsi. Der kann uns ja mal mitteilen, was sein Geschlecht ist hier.
Nix. Nix. Neutral. Wo weißt denn das bitte? Bei Brutally haben wir gerade gehört, von Sinn sind die meisten Mädchen. Das würde hier aber auch einiges erklären, weil Frauen picken auch. Das ist, hier ist, auch. Ist jetzt Achtungs. Meine. Also was ich so gesehen habe bisher, ja, auch immer im Stream oder so, dass Frauen meistens auch sowas supportmäßig von Jenna Nami picken, so weibliche Charaktere. Das wird wirklich hier Karma Nami Blitzcrank. Ja. Das wird wirklich. Aber ich bin richtig gut an Brutality. Ja, ich sag ja auch nicht, dass Mädchen irgendwie schlechter sind oder so, aber. Ich hab mir mehr von dieser Mitte erhofft, einfach. Dann war ich richtig in der kleinen Fanboy. Kleiner Fanboy, richtig. Also die Asia-Plays vor allem. Ja. So. Den hätte ich gerne nochmal gesehen. Aber jetzt bin ich auf seine Blitzcrank-Hooks gespannt. Ja. Mitte. Gegen Lux hier. Es glaubt. Mit Blitzcrank gegen Lux. Ist schon. Tittenbonus. Joe-Kicks. Ihr werdet verlieren. Quadra! Ja, so, bin ich jetzt. Bin ich, echt, ich hoffe, es kommt ein 1-1. Ich hoffe. Ich würde es. Frauen Power plus Metallbüchse. Vielleicht klappt es ja. Also, ich würde es Serial Killers auf jeden Fall gönnen, aber einfach nur wegen der Spannung würde ich jetzt nie ein 1-1 wollen. Ja. Wenn jetzt schon das 2-0 kommt, das wäre ein bisschen lame, sag ich jetzt mal. Also könnt ihr ruhig verlieren, Serial Killers. Es kann auch so noch spannend werden, ja, auch wenn es jetzt ein 2-0 wird. Aber wäre halt 1-1, wäre trotzdem noch cool und dann ins dritte Game gehen, noch mal so richtig gehypt. Jetzt. Hyper. Hyper. Jetzt kommt die Sudemucke. Eigene Shaggy-Brator. In One Organisator. So, schade, eigentlich Cassiopeia hätte ich echt wirklich richtig gerne auf Wieso gesehen. Ich könnte mir auch vorstellen, da der so gut mit Lux ist, vielleicht ein richtig guter Morgana-Spieler ist. Vangina-Bonus. Warte, aber im letzten Game war da viel zu viel Salz. Ja, der Jokes, er kennt sich der dann. Der Jokes, so heißt er, deswegen heißt er wahrscheinlich so. Der macht hier die Jokes. Nice Joke. Mate. One nice joke. Chichi. Chichi. Einfach. Chichi. Das Salz. Spammt mal bitte alle das Salz im Chat. Das wäre jetzt richtig geil. Ihr müsst das Salz 1-0 ändern. Oh, das hast du, glaube ich, jetzt gemacht. Und nur 32 Zuschauer. Richtig. Das ist echt cool. Nicht normal. Oh, der Torwart Blitzcrank-Skin. Nice. Ja. Nice Sache. Ich will das Salz sehen, meine Freunde. Da kommt jetzt Salz. Jetzt kommt das Salz. Da kommt das Salz. Full Skin Team hier unten. Wieder der Superfan Gragas. Der Hooligan müsste. Weil da kommt jetzt Salz durch, aber ich das ist dreimal vom selben. Nee, zweimal. Ach doch, dreimal sogar. Aber jetzt kommt ein neues. 5-16, nice, Mann. Wie steht's? Wir waren welche? Es steht 1-0 für Serial Killers. Die Serialienkiller? Hier, ich verstehe die Mastery von Tristana, da sie ja dieses Rune ans Bild geht und so, mit dem vielen Attack Speed, dass du auch diesen Attack Damage aufbaust. Verstehe ich allerdings nicht auf Caitlyn. Finde ich auf Caitlyn jetzt nicht gerade das beste. Was? Die beste Mastery. Da, wo du die ganzen Auto-Attacks halt aufbauen kannst, ach so, und dadurch mehr Damage gegen Champions dealst. Finde ich aber auf Caitlyn halt nicht so gut. Auf Kog'Maras, Tristana verstehe ich das auf jeden Fall. Da kommt so, noch mal das Salz, schau mal hin im Chat. Jawohl, Salz, schönes Salz, wir brauchen Salz. Da fragt gerade TSG oder TSG YouTube, wie wir denken, dass es ausgehen. Ich hoffe 2-1, ich bin für 2-1.
Ich bin auch für 2-1. Ich denke, jetzt hat Brutality reißt sich nochmal zusammen. Vor allem der Blitzcrank, der hofft jetzt, dass er einfach mal jetzt nach der letzten Performance. Das sind keine Wards diesmal. Gut spielt. Und das wäre jetzt hart, wenn Serial Games gleich den ersten wenn da Kill die, nimmt. Wenn da die Fresh Hook einfach sitzt. Und, ja. Da kommt aber jetzt mit der erste Invade. Oh, ja, da wird sie ziehen sich aber raus. Zurück und deswegen wird es wahrscheinlich wieder nichts. Kein richtiger Invade hier im Turnier bis jetzt. Sie werden nur weggedrängt. Also Terrorkrümel denkt, Brutality wird das Turnier noch gewinnen. Ja, ich bin auch dafür. Oder das Game. Also ich denke auch, Brutality reißt sich jetzt zusammen. Ich bin auf jeden Fall, das muss jetzt Brutality einfach gewinnen. Ja. Einmal, dass das Finale 2-1 würde, darauf bin ich auf jeden Fall gespannt. Hier erstmal, ich bin Stufe 6, Stufe 5 mit Blitzcrank. Macht Lux aber für natürlich genau. Ja, das ist ja bei uns übertragen. So. Lass kurz was gucken. Wie ist denn das? Diese Mongo. Okay, so, jetzt gehen wir wieder zurück. Ich hoffe, das ist jetzt nichts passiert. Ja, okay. Also, hast du schon geordnet? Nee, noch nicht. Das mache ich mal dann schnell. Hier. Das ist in die Mitte. Zack, zack, zack. Genau. Die Nami wieder hier stark am Horizon. Ich bin auch jetzt gespannt, wie das wieder auf der Botlane abgeht. Ja. Auch auf der Toplane. Ich schau, da gehen sie gleich offensiv. Die sehen, die sind Level 2, die Serial Killers. Die gehen gleich drauf. Die Bombe geht auch von der Tristana auf. Die Nami schafft nochmal einen Stun. Der Fokus von Kate war hier richtig schlecht, muss ich sagen. Sie hätte hier auf die Tristana gehen müssen. Ja. Wenn man schon mal schaut, der Schaden von Tristana kam einfach nur vom Support gerade. Wie viel Leben sie verloren hat. Hätte auf jeden Fall ein Kill sein können, wenn Kate ihn hier richtig fokussiert hätte. Und die Hook geht diesmal komplett daneben von Fresh. Schade. Oh, schau dir das Leben von Tristana an. Eine richtige Bubble und die ist einfach tot. Also höchstwahrscheinlich. Ja, Poppy und Riven will auch spannend. Poppy auf jeden Fall, glaube ich, gut gegen Riven, denke ich. Poppy generell, wenn die Black Cleaver hat und noch so weit in einem so tanky, so viel Schaden. Ja. Wenn du da einmal gegen die Wand fliegst, bist du tot. So. Mit der Lux macht Blitzkrieg Druck auf Blitzkrieg. Wird wahrscheinlich erst ab Stufe 6 effektiv sein, wenn er überhaupt da effektiv wird. Auch Karma. Es funktioniert einfach Karma schon. Oh, Blitzcrank hier wird wieder hard harassed. Ah, die hat jetzt mittlerweile wieder schon ziemlich gut Leben bekommen, die Tristana. Oh, der Blitzcrank, der kassiert der frisst Damage. Also ist wirklich ein schlechter Pick gegen Lux. Aber wir wissen noch nicht, wie er performt dann. Ich bin echt einfach darauf gespannt. Die letzten zwei Picks von ihm finde ich persönlich nicht so gut. Hier der Fresh, gute Hook auf Nami, nutzt es aus. Die Bombe wird wahrscheinlich jetzt gleich explodieren. Aber Groove auf Tristana, die Caitlyn hat aber Exhaust. Beide Exhaust. Kriegt den Schaden nicht richtig raus. Schade eigentlich, schade. Wäre schön gewesen, hätte Caitlyn hier einen Kill bekommen. Aber von beiden eigentlich gut wieder. Aber Tristana viel weniger Leben als. Dann nochmal ein guter Hook von Fresh an den Tower. Ein Tower-Shot kriegt. Aber er kriegt trotzdem mehr Schaden einfach. Die Nami ist viel stärker momentan einfach als er. Macht auch ihren Ediker stärker. Und hier, Poppy macht einfach mehr Schaden. Ja, der Poppy geht schau auf die dir Rippen das an. Rauf. Easy. Der Kragas geht auf die Karma. Sie ist aber ein Level über ihm. Hier auf dem Mund. Oh, die Ribben, gutes Movement, aber guter Flash auf den Karma. Da schnell bin ich gespannt. Oh, die Bubble! Die Bubble von Nami, richtig nein. Gut. Ja, der First Blood von Caitlyn. Sehr schön gemacht. Jawohl. Weiter so. Schön Caitlyn zurückfliegen. Ruhe auf die billigen Plätzen. Leider auf Toplane kein weiterer Kill gefallen. Ich hätte gedacht, Poppy rammt Driven gegen die Wand, haut den Schaden des Todes raus. Ja, Blitzcrank. Vergleich mal Blitzcranks Farben. Oh, das habe ich dann deutlich gedacht. Mit dem von Lux einfach, das sind Welten. Aber auch von Caitlyn und Tristana. Ja. Und aber allerdings wieder Poppy auch behind von Farm. Allerdings einfach stärker auf der Lane als die Driven bisher. Die kann machen, was sie will, die Poppy, die klatscht die einfach weg. Einmal gegen die Wand und sie ist, glaube ich, jetzt tot im Moment.
Allerdings ein bisschen zu nah am Turm dafür. Oh, die geht sehr Boah, tief rein. Die Ribben geht. Das ist keine gute Idee gegen die Poppy. Die kriegt, die Poppy kriegt doch immer noch mehr ihr Schild, aber sammelt also es nicht ein. Aber Riven macht es auch nicht kaputt. Sie muss nur einmal da gegen die Wand schleudern. Das, ja. das wär's. Oh, die Riven geht jetzt noch mal tief rein. Die Poppy hat keine Mana mehr. Die Riven, wenn ihr da hinterherkommt. Ja, aber das Mana macht da, glaube ich, ja. mal ein bisschen alles aus. Und auch die Kugel ist wieder entscheidend. Schau mal, wie gleich das Gold ist. Ja. Und 6 Minuten zwar erst, aber richtig spannend, ja. richtig. Gerade durch das First Blood ja. auf der Botline oh. von der Kellen. Aber der Karma Damage. Oh, nice. Die Kugel hoch und jetzt. Jawohl! Schöne Sache hier. Blitzcrank extra lang gewartet mit der Hook, um sie dann überraschend zu ziehen. Weil, wann kommt jetzt der Hook? Wann kommt der Hook? Denkst du dir? Und dann sitzt er einfach. Sehr schön auf jeden Fall. Das muss auf jeden Fall jetzt so weitergehen. Und vor allem Blitzcrank. Einfach nur wegen dem 1-1. Nicht wegen Serial Killers, sondern was gegen die haben. Ja. Das so. Einfach wegen dem 1-1. Die können dann von mir aus auch das Finale gewinnen. Das ja. ist mir dann, ich bin zwar hier für Potenti, aber es muss einfach 2-1 yeah, werden. Ja. Es muss spannend bleiben einfach. Jetzt auch 800 Gold vorne hier. Potenti. Also der Blitzcrank-Pick, der kommt jetzt wirklich. Ja. Also das also gerade und dann auch der dann Karma-Gang. Ja. Schnell auf der Lane. Kranker CC einfach. Damit hätte ich gerade gar nicht gerechnet. Ja, und die Caitlyn, die macht ja. Jokes sagt, die outplayen die einfach. Das erste Spiel war nur ein Bait. Glaubst du? Der Jokes. Der hat hier seine Theorie. Der hat am seine Start. Jokes halt. Ja, der hat seine Jokes am Start, der Jokes. Stimmt, Blitzmittel. Oh, oh. Aber da kommt der Gragas. Da kommt die Karma auch nochmal den Start. Oh, die Hunde, oh mein die. Gott! Der Blitzcrank ist Barriere. So stark mit der Karma zusammen. Das harmoniert so unglaublich gut. Oh, und da kommen die Ulti noch raus nein. aus dem Schaden. 2-1. Wirklich ein extrem guter. Ein extrem guter. Ja, das war es einfach überschätzt. Aber wirklich ein extrem guter. Aber auch richtig gut von Lux. Ja, genau. Ja, 2-1. Momentan mit Gold immer noch gleich. Das war jetzt schade. Also ich das hätte ist die Kinder Power. Da hätte ich Blitzcrank wirklich noch den Kill gegönnt. Aber Botlane natürlich jetzt hier. Warte mal bitte. Sie ist einfach bei Brutality rasten wir so ja. aus. Nein! Oh nein! Schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber auch später Blitzcrank mit dem Damage, den er jetzt schon macht, und dann wen hookt, ist ja vielleicht schon Half-Life, wenn er angehookt kommt, ne? Also jetzt eine Tristan ja. oder sowas. Wen fahren die Caitlyn weit vorne? Über 20 Meter oh. kommt die Ulti auf den Flash, aber leider killt die den nicht. Das Schild hätte, also ohne den Schild hätte den auch nicht gekriegt. Oh, und da ein Tower Dive war jetzt nicht so gut, meines Erachtens. Aber die klatscht die Riven einfach weg. Schau mal hin, jetzt hat die. Oh, die Flash nochmal weg, sie muss wegflashen. Sie könnte jetzt vielleicht einen Tower Dive lang. Der Kragas, wenn der jetzt hochkommt, es könnte ein Kill für Serial Killers werden. Ja. Wenn die Poppy noch weiter reingeht. Die ist immer noch zu offensiv und die Riven kommt jetzt. Sie muss da weg. Die ist tot. Der Gragas kommt. Hat die noch Flash? Hat die noch? Die hat kein Flash. Nice. Aber es war richtig gut gemacht. Aber auch nein, die Ulti von Gragas. Und dann die Riven. Die wieder wirklich gut, der Gragas. Kann man nicht denn sagen. Denn der Kill an Gragas, was er sich auch verdient hat. Da haben einfach die Wards gerade gefehlt. Obwohl, sie hatte hier gerade eben noch ein Ward. Aber hier kam er wieder Lux gekillt. Ja. Also wirklich, diese Kombination zwischen Blitzcrank und Karma ist extrem stark. Und Lux ist auch überhaupt nicht mobil. Die kann nicht viel gegen diese ja. Lux einfach machen. Botlane hier natürlich am Drücker, die Caitlyn, auch wenn sie gerade kein Mana hat, noch hat sie die höhere Reichweite. Und die mit Lux dem, wird richtig rausgenommen. Ja. Das ist dem ihr Ziel. 3-2, also für Brutality und dieses Gold, was jetzt hat 1000 mehr. Für Brutality. In der 10. Minute 5 Kills. Ist auf jeden Fall extrem. Tristana hat jetzt versucht mal anzugreifen, aber ja, so wird das nicht. Aber die Q wieder von Fresh wieder sehr gut. Die Bombe wird jetzt dann. Aber sie gehen nicht weiter, sie haben Angst vor der Caitlyn, die auch wirklich viel Schaden tut, wenn gerade mit BF wird, ja. Aber auch Nami macht extrem viel Schaden im Moment.
Und dann geht's wieder rein. Poppy ist zwar gerade gestorben. Oh, die Karma kommt jetzt halt auch nur von den Brutalities. Die Karma. Das kann ein Kill werden. Die hat einen Flash, glaube ich, die Rim gerade, oder? Nee, die hat nicht geflasht. Oh, das wird ein Tower Sprung. Dive. Oh, der Schaden. Die Tower Dive einfach. Die gehen einfach weiter. Die gehen weiter. Karma. Können sie auch machen. Oh, die Ulti, Vorsicht. Ja. Zu lang getankt hier. Ja. Aber sie kann noch sterben. Gragas ist am Drain. Der wird auch angegangen jetzt. Die wissen, die Karma ist top. Wir müssen jetzt den Drake anfangen. Serial Killer ist richtig gut eigentlich getimed jetzt. Den ist auch nicht da. Also das ist ein safe Drake auf jeden Fall. So. Und Blitzcrank wird sogar noch erwischt. Aber der tankt da sogar. Also mit dem Oh Gott, die Hook! Auf höchster Range! Und jetzt kommt noch die Karma mit ihrem Damage jetzt durch. Ult. Schau mal. Die Ult! Die gehen da nicht weiter ran. Die haben Schiss. Drake wurde gemacht. Die gehen jetzt lieber zurück, bevor die anderen kommen. Oh, nice Hook hier. Und dann kommt die Ulti und dann kriegt die Lux noch einen Kill gegen Karma. So mit 3:3. Das Gold ist jetzt wieder ungefähr gleich. Oh, der Caitlyn. Das ist wirklich spannend gerade einfach. Und der Exos ist draußen. Die Ulti! Oh, Caitlyn! Ach du Scheiße. Ich muss gerade lachen. Ich nenne Jonas Elton. Ja, das habe ich vorhin schon eine geschrieben. Ey, der Elton ohne Brille kommt jetzt richtig seine Rolle rein. Ich sag, geil. Und schon hier der Caitlyn holt noch. Jawohl, Caitlyn! 4-0. Nice gemacht, Alter. Die Caitlyn wird fett. Die wird fett wie der Hunger dahin. Auf jeden Fall muss da ein Kogmapi kommen. Der mag Junge meine Ohren. Das Junge meine Ohren. Und der Blitzcrank holt sich auch noch die kann nichts mehr machen. Ja. Die Riven. Oh, nicht gegen die Wand. Aber trotzdem, die ich hab gedacht, kaum was sind denn das für Picks? Blitzcrank, Karma Chunk, aber das zeichnet sich jetzt voll aus. Die Karma geht, aber der Stun ist unterbrochen. Die Q? Deswegen, der Gragas kommt jetzt halt auch noch, die müssen jetzt halt aufpassen. Mal schauen, ob sie noch die Riven mitbekommen, aber anscheinend. Das war ein richtiger Fehler von der Poppy. Die holt den noch! Aber Woran ist sie jetzt gestorben? Das wüsste ich gerne. Woran ist die da jetzt gerade gestorben? Er hat keine Fähigkeit gemacht, gar nichts. Der geht weiter, aber die Karma, die kommt hier. Die locker mit ihren Spells. Die dürfen auf jeden Fall nicht mehr die Riven Tower diven. Ja. Das ist echt zu gefährlich gerade. Frown damit ein bisschen so das Game, aber. auf jeden Fall die Caitlyn extrem stark hier. Der Mark schreit damit. Meine Ohren! 4-0 auf der Caitlyn, das wird jetzt auf jeden Fall extrem interessant, wie die carryen kann. Brutality jetzt hat mit 2000 Gold, mehr als 2000 Gold vorne. Ja. Oh, und beides verloren. Gefällt von der Lux. Wenn jetzt wieder ein Blitzcrank kommt, ist sie wahrscheinlich tot. Stana auch nicht so gut wie letztes Game. Jetzt hat mittlerweile 0-2. Letztes Game ist sie aber auch erst später reingekommen, muss man sagen. Durch auch Kragas Gangs. Jetzt versammeln sie sich in der Mitte. Blitzcrank wird wahrscheinlich den Kragas, aber der Damage und hier die Caitlyn wird gestunt. Die würde aber noch gehen. Safe von der Nami, aber richtig gut. Da kommt der Fresh aber jetzt auch noch. Sie machen alles, um sie zu halten. Der Damage von Blitzcrank mit der Ulti, aber noch nice. Rausgeholt. Die Ribbon mit dem Flash aber weg. Die Ulti immer noch von Gragas auf den. Ja, der wird noch den Schaden geholt von der Karma. Und jetzt kommt aber die Tristana noch vorne. Die kann aber auch nichts machen, wenn da einer. Der hat auch noch nicht so viel Schaden wie letztes Game. Geht aber wieder zuerst auf die Wutklinge. Finde ich gerade, da sie behind sind, extrem schlecht. Der holt Brutality jetzt. Wahrscheinlich oder doch nicht den Turm, nicht den Turm holen, aber das in der Mitte trotzdem richtig gut gemacht. Oh, schöne Hook! Oh, das habe ich jetzt gerade gesehen. Der Blitzcrank ist richtig gut im Spiel. Jetzt sieht man es aber wieder endlich mal hier. Gesundheit. Ja, Dankeschön. Richtig gut die Hälfte gemacht, also die hatten da gar keine Chance, die waren so. Aber der Blitzcrank extrem stark gerade. Die Hooks, aber Caitlyn auch, das sieht man mal vorher, ich weiß nicht mehr, wer das geschrieben hat, Caitlyn, GG, easy surrender 20, jetzt sieht man es auf 4-0-2, richtig gut befunden, auch der Farm besser, in der Mitte ist zwar Lux besser, aber. Auch dieser Karma Jungle Pick, der überrascht mich voll, wie stark der einfach ist. Ich glaube, du musstest ein paar Mal trainieren, aber sobald du das trainiert hast, hast du das wirklich drauf mit Karma, denke ich. So, und jetzt bin ich auch hier gespannt, was jetzt halt die Poppy letzten Endes tut. Die Gragas Ult ist das Gegenteil von der Orianna Ult, hat er irgendwie schon recht. Ja.
Bobby Clear, das Magic Watch. Die steht immer noch 0-2, aber ist trotzdem extrem gefährlich einfach. Oh, schade. Oh, schade. die Ulti von Gragas noch richtig gut auf Karma. Das war auch richtig Gragas gut. Gragas performt einfach die ganze Zeit. Und sie kann nicht abhauen, die Riven. Sie muss fighten. Oh, die Poppy geht jetzt nochmal in Fight ein, hat aber kein Mana mehr. Das aber das Schild ist noch richtig ausschlaggebend. Die Riven geht lieber weg. Will keine weiteren Risiken dann eingehen. Ja. Ist auch das, der Blitzcrank hier natürlich nicht. Ah, schade. Die Dreierschuhe? Nee. Es würde mich nicht wundern, wenn die Dreierschuhe hätte. Einfach um den Blitzcrank-Hooks um gut auswirken zu können, weil er hat einfach die schnellere Hook im Gegensatz zu Fresh. Botlane wird jetzt scheinbar wieder gepusht. Okay, und der Kragas wird. Weg runter. Da musst du jetzt echt langsam mal aufpassen. Aber die hau die schön weg so und ist dann kein. Oh, und die kann die auch noch fighten? Da muss er aber jetzt aufpassen. Gleich kommt die Riven-Ulti noch, dann wird sie wahrscheinlich sterben. Das jetzt war's. Nein! Oh, und der Blitzcrank kommt noch! Oh. Der Blitzcrank! Wenn er jetzt den Hook trifft. Aber der Kragas hat sich davor gestellt. Oh. Aber trotzdem, der Das ist einfach nicht normal. Der Schaden von jetzt Blitzcrank. Jetzt ist aber noch die Karma da. Der Schaden. Botlane konnte nichts gemacht. In der Mitte versuchen sie jetzt den Turm zu holen. Werden sie wahrscheinlich auch schaffen. Toplane aber genauso. Holen auch den Turm. Nee, Mitte steht der Turm sogar noch. Und Poppy sitzt da. Hat jetzt den Sunfire Cape. Zwei Türme für Brutality und mittlerweile immer noch 4000 Gold mehr. Allerdings ein Drake, der ist immer noch hier bei Serial Killers. Hm? Der erste Drake. Und jetzt ist der zweite ab. Schon um zu hingehen. Der Blitzcrank geht jetzt wegen offensiv, muss da aber aufpassen. Ah, schade. Rechte Arm, ne, wie im Stuhl, das ist ja nicht mehr. Ja, wenn du immer so rüberlegst. Boah. Und Dynami läuft ins Feld rein. Lux reaktiviert es auch nicht. Frage ist, können sie jetzt den Turm holen ohne die Kate? Oh! Oh, da wird die Poppy noch vom Fresh gehoben. Und wieder eine sehr gute Ulti hier. Ristana kommt wieder. Die kann aber auch keinen nichts Schaden machen. Macht momentan noch keinen Schaden. Dynami ist tot. Der wird die Riven. Alter, aber der Blitzcrank Schaden ist einfach. Und dann noch die Lux Ulti, der Fresh kommt. Geht auch mit daneben. Den Kasten weg. Aber trotzdem, sehr nice Karma Snipe hier einfach hin, und dann Fresh. Passiert immer was. Jetzt musst du halt einmal hinschauen. Aber die Karma, also gesniped. Die hat einfach geflasht und Q 360 gedreht. 360 No Scope MLG Moment, Alter. Und Drake jetzt für Brutality 1-1 mit den Drakes. Und somit der Schaden wieder für Brutality wegen mehr. 8%. Caitlyn jetzt hat auch ziemlich viele Attack Speed mittlerweile. Gespannt, was das jetzt ausmacht, wenn sie mit in den Fights drin ist. War sie ja in den letzten Fights einfach nicht. Also der Blitzcrank-Hook kann halt hier sehr viel. Das war fast sehr knapp. Ja, das gehen jetzt auch mehr Teamfights rein. Die gehen jetzt in 19 Minuten schon rein. Das hat bei den Halbfinalen wenn gefehlt. Ja, auf jeden Fall. Das war ein richtig guter Headshot. Also da fehlt Damage vor allem. Jetzt geht der Blitzcrank mit dem Karma-Buff und nimmt den Minion mit. Dann die Ulti von Lux. Sie benutzt ja immer nur zum Wave Clear. Das ist eigentlich gar nicht mal so gut. Der war gut, die Hook. Anami, aber geht einfach nicht der, dran. Der Horace einfach. Die haben alle so viel Range. Ja. Die machen einen Spell, müssen dafür die Hälfte gehen, dann können die schon längst ihre Fähigkeiten einfach wirken. Die wird ja auch der getroffen. Der Turm würde anscheinend, also will geholt werden, damit dann gehen aber ein paar Bank, ich weiß nicht, wie das ist. Tristana farmt und da sollte man auch, auch aufpassen, dass sie nicht zu fett wird durch den Farm. So, der Herold ist jetzt weg und der Baron kommt in 10 Sekunden. Auch und wird der nächste Turm auch noch geholt. Das wäre auf jeden Fall ein richtiger Vorteil noch von Brutality. Ja, das sieht so aus, als würden sie den bekommen. Caitlyn wird fast gehuckt vom Fresh. Der Turm wird geholt. Oh, der Schaden von Karma. Und noch gut gehuckt. Und alles hier perfekt. Sobald da ein Spell drin ist, haben die so viel AP verloren. Aber noch richtig gut von der Lux hier gemacht. Aber hat trotzdem nichts gebracht. Die Caitlyn bleibt einfach am Leben. Oh, schade. Also da, Blitzcrank ist hier auf jeden Fall wirklich gefährlich auf AP. Ja. Ist auch bisher im Gegensatz zu dem Support-Blitzcrank von der beste Blitzcrank. Es wird vielleicht jetzt noch ein Turm geholt, aber das ist. Der Schaden von Karma ist echt krass einfach. Die hat bisher nur das Jungle-Item. Oh, der Blitzcrank!
Die Flash-Snipes, was die alle hinkriegen. Ja, das ist aber schon mal, die Poppy ist jetzt wink zu deep. Komm, ja, macht aber weg. Keinen Unterschied. Die Caitlyn macht die einfach trotzdem kalt. Die Lux. Oh, hat geht dann bekommen, der wird jetzt gestunt, muss nein, aber Flash racen. Das war echt knapp. Jetzt sollten sie aber mal weggehen, weil da kommt die Riven. Oh, jetzt hat. Och, du Scheiße. Die holt jetzt da und die. Macht aber nichts. Die holen die noch raus. Die Riven ist tot. Riven aber Double Kill. Und die Lux auch noch von Karma. Karma auch Double Kill. Die hat zwar zwei Kills bekommen, die, ja. Die hat als erstes schwarzes Bein, was komplett schlecht war. Richtig gut auf dem Team zusammengespielt. Ja. Brutality. Blöd bloß, dass die Kate jetzt noch gestorben ist. Die hat jetzt aber auch hier gleich Runans fertig, dann wird die nochmal um einige stärker, dann auch nochmal besseren Wave clear. Die Poppy hält einfach extrem viel aus mit einem Item bisher. Genauso wie der Blitzkrieg, macht Schaden ohne Ende und tankt extrem viel mit dem Item. Wird hier noch die Krabbe gemacht von der Karma. 7000 jetzt für Brutality. Das ist auf jeden Fall ein extremer Unterschied. Pass auf, 7000 schlägt dir noch deinen Tisch kaputt. Karangs, das ist bei mir zu Hause, das ist mein Tisch. Den dürfen wir schon kaputt schlagen. Red Buff hier für die Caitlyn, die hier gerade mit der Vision nicht richtig zurechtgekommen ist. Oh, jetzt treffen mich und Kate und Riven aufeinander. Nee. Doch nicht. Geht die jetzt back oder nicht? Das ist eine gute Frage. Ja. Oh, der Blitzkrieg will die Lux, aber die hat auch einen guten Stun jetzt dahin gelegt. Die Ult natürlich kaum cooler und von Blitzkrieg. Ich schau mal, wie schnell der Kreis einfach abläuft. Das ist unglaublich. Jetzt schon wieder bei der Hälfte vom Cooldown. Wollen hier versuchen zu trappen, aber die kommen halt immer ansatzweise da gerade hin, wo die hingehen. Caitlyn fahren ein bisschen Botlane, da geht jetzt die Riven hin. Ich glaube aber nicht, dass die Riven die wirklich 1v1 kann. Wenn die einmal eine gute Distanz weglegt mit dem Sprung, die Caitlyn, der Spring hat's mit den Minions heute auf jeden Fall beim Hucken. Aber sonst alles easy. Sonst ist er wirklich richtig gut am Performen. Hat sie jetzt einfach komplett Morellons kaufen können beim Backgehen und noch einen unnötig großen Stab. Das ist einfach unnötig. Ja, unnötig. Und hier wieder beides von Lux gefällt. Könnten sie jetzt wieder reingehen? Der Blitzweißes hat fast einen Fresh gut. Der wäre auf jeden Fall tot. Das wäre so. Oh, aber richtig gut von Fresh und dann noch die Ulti. Gragas hat einfach die Ulti zerstört, ne? Ja. Also Gragas wurde gerade richtig schlecht mit seiner Ulti. Gut aber rausgenommen, die Nami jetzt hat. War aber auch. Oh, der Stun von der Lux sind beide und dann noch der Gragas Damage. Oh, das ging schlechter für Brutality. Aber richtig gut von Serial Killers, die Poppy wird jetzt auch geholt von dem Aufruhr. Oh, der Schaden von Blitzcrank! Das war wieder zu greedy. Karma, richtig guter Flash hier. Wir müssen aber jetzt aufpassen. Jetzt die kommt das ganze die Team. 4 allerdings zwar noch killen, wenn die richtig 3 gegen 1. 3 gegen 1. Haben die jetzt getauscht. War nicht so gut. Nami bestimmt, weil die da rausgenommen wurde am Turm. Da hätten sie auch defensiver danach gehen müssen. Der geht nochmal offensiv. Der hat. Oh, der weiß, dass da die Dinge stehen. Aber jetzt sind sie eingekesselt. Die hat schon wieder Ult. Und Fresh würde wahrscheinlich jetzt auch noch sterben. Die hat schon wenig Cooldown für so eine Ulti, finde ich. Der wird jetzt auch noch Shutdown. Das war richtig, das war jetzt gar nicht gut gespielt einfach. Die hätten einfach den Baron vielleicht angehen sollen und dann zum Turm gehen sollen. Oder alle auf Toplane oder Botlane. Oh, die Nami. Nami geht jetzt wieder offensiv. Kann aber auch nicht viel machen. Versucht hier den Turm zu verteidigen. Da kommt jetzt halt die Poppy. Caitlyn macht die Crux unten. Salz, da ist das Salz im Chat, sehr geil. Aber wieder nur von einem, schon von Marc, der macht das Salz. Marc, also nicht genug. Der bringt das Salz. Der Terror macht Arbeit, Schäme. Die ist übel offensiv, die Kälte. Die hat ihr Team hier zum Backup. Die machen jetzt so, jetzt kommt der Dragonfight, jetzt kommt der lange Lux Szenen hat aber nicht viel Leben. Die Karma ist aber nicht da, müssen wir aufpassen. Oh, richtig gut geholt und die Kälte wird dann einfach. Die ist jetzt viel zu offensiv. Das, was sie vorhin so gut gemacht hat, macht sie jetzt nicht schlecht. Viel zu spät auch hier die Ulti von Nami. Und der Drake ist einfach free. Da waren einfach zwei Member auch mit da. Ja. Die wohl jetzt der Fight entscheiden. Für Serial Killers. An der Hals, ne? Der Mutti. Jetzt nochmal hier Backboard Items kaufen. Jetzt wird es auf jeden Fall nochmal richtig spannend. 2000 mit Brutality vor der. Ja, das war richtig logisch, gut. Das war aber logisch, dass die da weggezogen wird. Hat er in die falsche Richtung gehuckt. Komm jetzt hier auch weg. Tristana Pick finde ich aber in dem Game bisher immer noch nicht gut. Also im letzten Game
war die richtig nice und jetzt hat man sie keinen Schaden. Der Blitzcrank, wenn er jetzt noch Rabatt uns hat, bin ich auch gespannt, wie viel Schaden er drücken kann. Die Karma vergleichsweise vom Farm her gegen den Kragas, ne, ist schon ein gewaltiger Unterschied. Momo sagt es auch gerade, Gran spielt Brutality wirklich schlecht. Ja. Und dann sind sie selber schuld, wenn sie jetzt noch verlieren. Am Anfang richtig gut alles gemacht, jetzt aber das Positioning. Jetzt, wie die mit den Kills jetzt wieder hinterhergekommen sind. Vor allem die Caitlyn, die geht viel zu offensiv rein. In den Farm auch die Tristana aufgeholt. Dann lässt sie sich auch wieder immer hooken, wie schon in den letzten Games. Aber immer noch Brutality vorne. Jetzt hat der Kragas, der wird jetzt rausgenommen wahrscheinlich. Wow, nice, richtig gut noch. Und der wird wahrscheinlich auch down gehen. Die Lux hat aber auch noch Ulti. Und ein Kill für die Caitlyn noch. Jetzt können sie in die Mitte durchgehen. Da fehlt einfach einer, wenn der Blitzkrieg ist noch gut. Jawoll, da ist der Hook und da ist hier auch der Fresh. Hier dann auch noch den Fresh rausgenommen. Schön. Wieder ein Kill auf der Caitlyn. Die mit können jetzt, glaube ich, Mitte pushen. Die können jetzt Mitte pushen. Die können es auf richtig jeden Fall die Mitte pushen. Die gehen den jetzt sieht man wieder Lux, hier, nicht so viel Lux Damage, wie sie machen sollte, weißt? Ja. Das war aber auch im letzten Game schon. Also Lux wird hier, glaube ich, nicht mehr gepickt. Die anderen leben in 10 und 9 Sekunden. Da gehen sie noch mal rein. Der die Riven geht einfach dann so, aber der Schaden ist einfach nicht normal. Und jetzt wird auch noch die Riven rausgenommen. Der Inhibitor fällt jetzt von den diesmal gut Killers gedodged, aber die wieder stirbt zu weit vorne. Nee. Also das Karma-Schild hat sie jetzt auf jeden Fall gerettet. Oh, dann der Gragas geht wieder rein, wird wahrscheinlich gestunt von der Karma und stirbt dann auch. Gragas. Ich glaube, das war es jetzt für die Tyrion Killers. Die killen einfach jeden, wenn sie wiederkommen. Ja. Wir brauchen keine Ults. Da reicht diese Hook reicht aus, um einfach einen zu killen, ne? Ist auf jeden Fall extrem gut, was hier gespielt wird. Und die beenden es jetzt auch, weil ich glaube, zu lange könnten sie es nicht rauszögern. Da hat die Tristana gar keinen Schaden, weißt du. Im vorherigen Game riesige Carry von Tristana und jetzt hat nicht so gut performt. Mal schauen, ob die jetzt noch beenden. Riven lebt in 5 Sekunden wieder. Wenn sie es schaffen? Ich glaube nicht. Die machen vor allem auch noch die Minions, das ist nicht so gut. Oh, das ist jetzt vielleicht die Folge. Oh. Das geht jetzt nochmal nach hinten los. Ja. Die Riven wird jetzt nochmal geschutdownt. Aber der Schaden von der Caitlyn. Ja. Allerdings, der fehlt der Blutdurst oder so. Der fehlt auf jeden Fall noch. Aber trotzdem der offene Inhibitor. Jetzt könnten sie den Baron angehen. Jetzt können sie den Baron machen, dann finishen, weil der Inhibitor ist offen. Tyrion könnte jetzt auch den Baron. Das sind 4 Leute bis jetzt tot. In 5 Sekunden lebt erst die Poppy. Wenn die jetzt den Baron angehen, würde es wahrscheinlich noch einen großen Vorteil dann geben. Wenn sie, ich glaube nicht, nee, Lux portet sich hier nur back, Kragas geht nach unten. Das würde auf jeden Fall kein Baron. 22 zu 19. Ja. Das ist, glaube ich, das knappeste bis jetzt. Bisher ist Match. Das knappeste, ja, aber. 3000 immer noch Brutality vorne. Und die Hinto kauft sich aber den Krummsiedel. Muss man jetzt schauen. So effektiv wie ich in etwa darf, ist zu viel CC da von den Gegnern. Und die haben jetzt so eine entscheidende Ulti wie Malphite oder so. Die kann sich halt aus dem Cage befallen, aber da fände ich einen normalen Blutduster besser, einfach weil sie da noch ein Schild kriegt, wenn sie voller HP ist und so. Lux kriegt den Blue Buff, wer Karma, hier ist wahrscheinlich glaub Karma. Glaube ich auch. Nee, Blitzcrank guckt in sich. Und der hat jetzt Rabadons, da wird jetzt noch mehr Schaden rumkommen, als eh schon war. Das da jetzt hier wieder guten Wave hier. Kauft jetzt halt hier den Schlund auf Malomotius, wie das heißt. Ist nicht wirklich ein gutes Item auf den Elkern. Huckt jetzt den Kragas und dann auch die Thermik. Er huckt den Tank. Die Riven will die Kamera aus richtig dem Schatz, out of position, nicht. Die Riven. Die Poppy Ulti geht so ins Leere. Mal schauen. Die Kamera macht mal einen Stun. Der Fresh. Die Caitlyn mit der Ulti. Wird aber nix. Das geht aber immer weiter. Blitzcrank geht aber noch mit der. Oh, die Ulti von Lux und den. Da war der Greed. Double Kill für Lux. Jetzt mal schauen, wenn die Karma noch richtig harassed, können die da auf jeden Fall noch Kills rausholen. Oh, die Tristana geht jetzt nochmal durch.
Oh, ja, der Schaden. Schaden von Karma, aber die Poppy, die wird jetzt wahrscheinlich wieder niedergehen. Schön, Caitlyn macht übel viel Schaden einfach. Die muss jetzt auf. Ja. Oh, die der Caitlyn. Schaden von Caitlyn, ach du Scheiße. Ja, schön. Penta, das kann Penta sein. Ob wir noch eins sehen. Ach du Scheiße, die Caitlyn performt richtig gut. Ja, obwohl sie vorhin dieses Deep-Positioning hat, aber jetzt hat. Mal schauen, machen sie jetzt den Fight? Jetzt wird's spannend. Wenn Karma gut harassed, dann können die anderen zwei für nichts machen. Da schau dir den Schaden einfach an, den sie drückt. Die Tristana, die gehen beide auf die Caitlyn. Die Karma, die kann nichts machen. Die macht. Die macht aber Schaden! Hier! Die Rim geht wahrscheinlich da! Ja! Das ach, ist du das Scheiße! Die ein Karma hat eine Sekunde, kommt der Fresh! Der kann wahrscheinlich auch nicht so viel machen. Die muss jetzt aufpassen. Das kommt jetzt darauf an. Aber in 4 Sekunden kommt auch der Kragas. Die muss jetzt aufpassen. Ich sehe den Backdoor. Das Leben nicht. Ach du Scheiße, das wird knapp, da kommt noch der Teleport. Das gibt's nicht. Das war's. Das war's. 1:1. Sehr gut. Richtig spannend. Richtig. Der beste Spiel bisher einfach. Hat richtig Spaß gemacht zuzuschauen. Am Ende einfach hier. Brutality, den Bingo. Der X-Packe. X-Packe. Der Backdoor. X-Packe ist sein Vater. Okay, jetzt machen wir nochmal 5 Minuten Pause, dann eine kurze Analyse. Nee, zuerst die Analyse, dann die Pause. Genau. Nee, erst Pause, dann Analyse. Ach ja. Nee. Erst Pause, dann sehen wir uns die Analyse. Bis gleich. Bis dann. Ciao.